Hallihallo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Musashi, der Brave Fencer, der nicht aus dem Hotel rauskommt, weil ich die falschen Knöpfe drücke. Gotta go! See you later, Alligator! Und den ganzen anderen Schmuh halt, ne? Jetzt muss ich mal wieder gucken hier. Ein Tag vergangen schon, habe ich keine Ahnung mehr, wo es lang geht, aber... Ich tippe ja immer noch drauf, weil uns... Wie hieß er? Tim? Der Schatzjäger halt, ne, mit seinem Hund. Der sagte, Wald irgendwas. Ein Wald, den wir nicht kennen, aber Wald. Also gehe ich jetzt einfach mal hier rein, wo es ja hieß, das ist eine Sackgasse. Oh. Das war einfach. Also, erstaunlich einfach. Hawker Stakewood. Warst du es, der mich von dieser verabscheuungswürdigen Leiden befreit hat? Das weiß ich zu schätzen. Um dir meine Schätzung zu zeigen, sage ich dir etwas Wertvolles. Ein Tier namens Minku trägt eine Frucht genannt Langlebigkeitsbeere. Es bringt Wunder für deine Gesundheit. Wie du es bekommst, fragst du? Nun, das kann ich dir nicht hier sagen. Vielleicht später. Warum nicht? Why? Minko, ha? Huh? Oh, es ist wortwörtlich eine Sackgasse. Oh. Okay. Okay. Naja, hat aber den Vorteil, dass wir einen neuen Typen gerettet haben. Also insofern schon okay. Dann halt das Stückchen weit. Bestimmt kann man auch irgendwie über diese Ranken, die da waren. Erinnert euch, Ranken, doofes Ding, mitten im Weg, voll nervig. Vielleicht kommt man auch da irgendwie durch. Es gibt ja immer so ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Eine davon wäre halt gucken, was... Ups. Aha, Körper aufgelevelt. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber... Ups. Naja, am Ende des Tages heißt es ja nur, wir brauchen eine andere Fähigkeit. Wir brauchen dann scheinbar nicht mehr Shrink. Das brauchten wir für den Gegner da auf dem Berg. Was ja okay ist, haben wir gemacht. Musashi assimiliert Hop. Okay, damit können wir durch Dornbüsche und hohe Klippen. Oh, das bleibt einfach... Ja, auch okay. Ha, kommt der einfach aus dem Busch? Ah, ich kann einfach aufhören. Na gut. Oh mein Gott, slow down hier. Meine Güte. Ah? Nice. Was ist das? Looks like animal dung. Wonder if something's nearby. Ist das das Zeug, was Minko hinterlässt? Ist es das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich mit dem... Ich weiß gar nicht, ob es ein Typ oder eine Frau war. Ist ja auch egal, aber... Wahrscheinlich muss ich... Mit dem einfach mal im Schloss reden. Oder so. Naja. Mann, was bin ich froh, dass hier oft genug Gesundheit rumliegt. Weil das Kampfsystem... Man glaubt es oder man glaubt es vielleicht auch nicht, aber es ist halt jetzt nicht so locker flockig, dass ich jetzt sagen würde, es spielt sich unfassbar gut. Spielt sich aber auch nicht super schlecht, also insofern, ne. Für das, was es früher war, ist es... Dang it. Es ist völlig okay. Kommen wir denn hier hin? Aha, frisst Topfpflanze. Oder auch nicht. Massiver Slowdown. Zu viele Gegner auf einem Feld hier. Scheinbar. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hier bin, aber... Naja. Wow, wow.
Meandering Forest. Ah, ja, das ist zumindest der Ort, zu dem wir hin... Aua. Achso, Moment. Ah, Hopp ist nicht mehr... Ah, okay. Normalerweise aktiviere ich ja meine Fähigkeiten. Diesmal brauche ich sie nicht aktivieren. Insel der Drachen? Jetzt nicht. Au. Au, geh weg. Oh mein Gott, lass es sein. Geh weg. Hat er jetzt auf... Ich wollte schon sagen, hat er jetzt aufgehört zu existieren? Soweit ging es dann auch nicht. So. Wieder Hopp. Okay. Einfach mal hier drüber. Deswegen sind hier auch so viele von diesen dämlichen Topfpflanzen, ne? Weil wir ständig Hopp brauchen. Aha! Hündchen. Okay. Okay. Jetzt soll ich ihn verteidigen. Er kann ja heiter werden hier. So gut, wie ich in dem Spiel gerade drauf bin. Auf, auf. Wenn sie mir wenigstens Gesundheit droppen würden oder so. Ich meine, gut, wir haben noch Heil-Items dabei. So ist ja nicht, ne? Aber... Oh, wow. What? Bist du nicht ganz so sicher, wo wir hinwollen, ha? Huh? Oh, mein Gott, du... Liebenswürdiger Shiba Inu, nehme ich an. Jetzt bist du sicher, ja. Prima, das ist gut. Keiner greift den Hund an, während ich hier ein Schwert habe. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht gerade selber angegriffen. Das wäre sehr traurig gewesen. Ah, nein. Dämliche Hoppblumen. Gib mir wenigstens Geld geben. Also, okay. Also können die Gegner Sachen droppen. Sie weigern sich halt gerade nur. Und ja, ich kann aus Versehen den Hund treffen. Na, super. So wie, naja, auf dem Bergstückchen, wo wir waren, wo ich den Hund auch treffen konnte. Warum baut man sowas ein? Ich will den armen Hund nicht treffen. Ja, toll. Aha. Musashi hat Johns Schüsse gefunden. Sieht handgemacht aus. Oh, interessant. Tja, Hund haut ab. Sehr quietschig nebenbei bemerkt, aber er haut ab. Das heißt, wir hauen auch ab. War ein toller Wald. Ich schätze mal, ich muss da nie wieder rein. Das kommt zumindest so rüber. Aua! Wie so ein... Ah nein, jetzt habe ich es umgebracht. Aber es hat mir auch Aua gemacht, ne? Also ich finde, ich bin in diesem Punkt, nicht, oh mein Gott. Ich verstehe manchmal nicht, warum das nicht funktioniert, so wie ich es gerne hätte, aber, ne. Das ist aufladen, Aua. Draufhauen und, naja. Und Gesundheit kassieren ist auch in Ordnung. Und dann halt Viereck drücken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie manchmal... Ob das einen Rhythmus erfordert oder warum das nicht einfach funktioniert mit stupide draufhauen. Ja, ich beschwere mich gerade wieder, dass ich einfach nicht stupide auf den Knopf drücken darf. Aber, ne? Eine Erklärung wäre vielleicht ganz gut. Wobei man auch sagen muss dazu, kann natürlich auch einfach sein, dass es tatsächlich eine Erklärung gibt und ich einfach mal in einem im Handbuch oder so nachlesen sollte. Aber ja,
fehlt mir halt. Mein Musashi-Gesicht leuchtet. Das müsste eigentlich auch heißen, dass sie irgendwo unter Umständen ein Bitschu-Feld ist. Das sind Dracheninseln, da will ich nicht hin. Noch nicht. Rechte. Das ist ein Drachenhintern. Obwohl, da sind so... Diese... Ich glaube, das sollen immer so was wie Barthaare darstellen. Da waren Barthaare im Weg. Ich nehme mal an, dann hat sich das erledigt. Ist kein Drachenpo. Was gibst du mir so? Ja, im Rhythmus drücken ist vielleicht besser. Keine Ahnung. Javelin! Naja. Einen telekinetischen Stock werfen. Na, super. Oh, aber der spaltet Pilze. Das gefällt mir. Warum kann mein Schwert keine Pilze spalten? In was für einer Welt leben wir, in der mein Schwert keine Pilze spalten kann, aber ein dämlicher Stock... Gut, mit Spitze. Okay, vielleicht auch doch nicht. Vielleicht ist auch der Winkel hier einfach nur zu unschön. Keine Ahnung. Anyway. Drecksau. Ich nehme mal an, da liegt jetzt immer noch nur... Ja. Kann ich irgendwie... Moment, dann ist das so, ne? Nee. So. Das funktioniert also, um Zeit vorzuspulen, nehme ich an. Mit Select auf Schlafen wechseln. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas bringen würde. Ich muss mal mit Stakewood hieß er, ne? Stakewood muss ich reden. Stakewood, erklär mir, wie ich ein... Aua, Minko finden kann. Ah ja, stimmt. Kann sein, dass ich wieder hüpfen muss, ne? Oder ich gehe durch diese Röhre überhaupt nicht auffällig. Okay. Das hier, falls jemand sagt, das kennst du schon. Nein, das hier, das Gebietstückchen kenne ich nur aus dem Intro tatsächlich. So die Preview von dem, was es hier so alles gibt. Deswegen wusste ich, dass ich auf die Röhren kann. Voll cool. Endlich mal selber da gewesen. Pianissimid. Naja. Jay, danke, dass du mich gerettet hast. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren ins Dorf und meine Flöte für alle zu spielen. Komm mal vorbei und hör mir beim Spielen zu, okay? Okay. Nehmen wir das so hin, wie es ist. Wir bekommen 5 BP mehr, ist okay. Oh, Erdcrest oder so? Das Erdcrest, ey. Ich kann mir Dinge denken. Boah, abgefahren. In den Kommentaren ja so, der denkt. Das ist ein YouTuber, den ich nicht angucken will. Ey, lass mich drauf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht sein soll, aber da sind Bincho-Felder. Also irgendwie muss ich schon da... Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, ich habe Zoidberg befreit. Akrobat Wurst. Ja, super. Oder eher Würstchen, ne? Juhu, ich bin frei. Ich kann endlich Stunts mit dem Clown Weenie üben. Komm vorbei und sieh uns zu. Echt jetzt? Würstchen und Wiener? Okay. Okay. Ich meine, ja gut, wir sind im Königreich All You Can Eat, ne? Also insofern... Ist das wohl normal? Ich kann ja natürlich nicht einfach runterspringen. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Warum bin ich hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und wie viel Zeit werde ich noch haben? Naja.
Meine Recherchen haben übrigens ergeben, dass die Zeit in diesem Sinne nichts Wichtiges ergibt. Es ist einfach nur drin, weil, warum auch nicht? Ah, cool. Einfach mal gar nichts am Ende. Na gut. Also es hat keinen Effekt aufs Ende oder sowas. Sowas, was ich befürchten würde, sag ich mal. Also insofern sollte eigentlich alles okay sein. Denke ich. Naja, und wenn nicht, dann habe ich halt selber Pech, ne? Wenn es am Ende heißt, oh, die... Oh, interessant. Die Prinzessin ist gegessen worden oder keine Ahnung, was noch so passieren könnte. Oh, es ist Nacht, ne? Vielleicht ist ja jetzt hier oben, da war ja auch so ein Kackhäufchen, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Vielleicht ist da jetzt irgendwas anderes. Ansonsten könnten wir ins Schloss gehen und mal mit Stakewood reden und danach können wir den Schlüssel abgeben gehen. Ne, da ist immer noch nur ein blödes Früchtchen. Oh, au, au, au. Es wurde ein Nachtigall. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Komm her! Muss ich dich schütteln? Ich weiß nicht, wie ich dich schütteln kann. Ich greife die Gegner immer aus Versehen, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Aha! Keine Ahnung, jetzt habe ich Dreieck gedrückt. Musashi erhält eine Langlebigkeitsbeere. Maximal HP... Oh, um 25 erhöht. HP sind voll wiederhergestellt. Das heißt, ich muss jetzt definitiv nochmal zurück in den Wald, um das andere Ding zu holen. Wir wissen zumindest von zwei. Das ist dann eins. Im Wald ist das andere. Ich nehme mal an, die tauchen dann nur nachts auf oder was. Dann ist, glaube ich, das Einfachste, was ich tatsächlich machen kann, wieder hier rein, unten raus. Glaube ich. Ich versuche so langsam, ne? Es ist Part 3. Wir machen ganz, ganz langsam. Mir eine mentale Karte von dem Spiel hier, ne, vorzubereiten. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil ich dann keinen Hop wieder registrieren muss. Glaube ich. Das war irgendwo hier, ne, oder? Oder war es doch ein Ticken weiter unten? Ne, ich glaube, das war hier. Ja. Schön, dass dieser Todesball auch noch weiter fliegt. Oh, das ist da erstaunlich einfach jetzt. Haha. Yeah, 200 HP. Ja, nice. So muss das sein. So und nicht anders. Okay. Dann kann ich jetzt... Prinzipiell ist es, glaube ich, egal, wo ich jetzt lang gehe. Ne? Also ob ich jetzt zuerst durch den Dampfwald rausgehe, um dann wieder nach unten zu gehen, da wo der Typ in seinen Dingern hängt oder nicht. Also dann werde ich müde. Ich nehme mal an, dass das Bild kleiner wird von Musashi da unten in der Ecke. Das zeigt, dass ich müde werde. Was okay ist, der kleine Mann ist halt schon lange unterwegs heute, ne? Insofern kann ich das verstehen. John war der Name. Ah. Open the lock to the stocks. Hold your horses. I'll get you out. All right. Thanks, man. Sure. Now, how about the secret? Meet me at the top of Twin Peak Mountain. And cut down four trees on your way up. We'll use the logs for... Uh-oh, someone's coming. See you later.
wait! What about the five scrolls? You know where they are, don't you? What? He left? What a weirdo. Well, I better head off to Twin Peak Mountain. Okay, ja, können wir machen. Aber vorher gehe ich ins Schloss. Also zurück ins Schloss, um uns Auskünfte über die Minkos trotzdem zu holen. Und einmal zu pennen. Und dann Twin Peak Mountains. Wir sollen vier Bäume fällen? Ich kann Bäume fällen? Naja, okay. Ich kann Bäume fällen, warum auch nicht? Spielsachen? Ich habe keine Spielsachen. Oh, ja, ist aber traurig. Blub. Ich nehme mal an, es ist quasi schon besser, einfach im Schloss zu pennen, weil man umsonst hier pennt, nehme ich an. Aber ich kann hier nicht speichern. Ist vielleicht so das eine Problem, was es hiermit gibt. Sir Musashi, ah ja. Ah, das ist nur wieder so ein... Ich wollte Freunde besuchen. Und zwar... Ich glaube, Stuart war das, ne? Oder Hawker? War das Hawker Steakwood? Kann auch sein. Ja doch, das sieht richtig aus. Hallo da, hast du die Langlebigkeitsbeere schon gefunden? Du weißt es vielleicht schon, aber ich werde dir sagen, wie du sie bekommst. Minku ist ein nachtaktives Tier. Okay. Da ist es einfacher, sie in der Mitte der Nacht zu finden. Sie lagern die Langlebigkeitsbeeren in ihrem Mund. Hey, das sind Zombies. Quasi. Daher musst du sie hochheben und werfen, um die Beere zu erhalten. Und zum Schluss, sie bewegen sich sehr schnell, also wird es nicht einfach sein. Nun, das ist alles, was ich dir sagen kann. Ansonsten wird der Schäfer Beefalo. Ah, Beefalo, das finde ich auch gut. Sauer mit mir sein. Tschüssikowski, auf Wiedersehen. Bye bye. C'est la vie. Beefalo. I wonder how they are. Better go meet them. Better go meet them klingt halt so nach dem Motto, oh, ich sollte sie definitiv treffen. Das andere ist mehr so, ich frage mich, wie es denn geht. Bist du vorbeigekommen, mich spielen zu sehen? Danke, ich gebe mein Bestes. Okay. Ich hatte sowieso erwartet, dass der Flötenheini im Dorf rumrennt und nicht hier. Hallo, Sir! Wenn ich helfen kann, dann bitte zögern nicht, mich zu fragen. Oh, und ich denke, mein Bruder ist immer noch auf diesem Berg. Willst du ihn bitte retten gehen? Ja. Ja, also ich meine, ja, weil jetzt gehen wir zu dem Berg, ne? Haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Leute vor uns. Wie viele haben wir heute gerettet? 3, 4 von 40? Ja, du, bist du vorbeigekommen, meinen Stunt zu sehen? Passt genau auf. Ups, hab vergessen, dass der Clown Weenie die Führung übernimmt. Bitte frag ihn. Hast du ein Schwert da? Why? Und warum haben sie den... Vor allen Dingen, warum haben sie einen Clown entführt? Ah, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen mit deinem Take it care on thy journeys. Ja, Dorf. Dann Dorf. Bin ja mal gespannt, wie... Ich will jetzt nicht sagen, schlimm... Vielmehr bin ich einfach mal sehr gespannt, wie ausgefallen die Kapitel noch werden. Ne? Ich hatte übrigens gar nicht mitgekriegt, dass wir in Kapitel 2 sind, aber scheinbar ist das hier Kapitel 2. Kapitel 1 war einfach nur das Beschaffen von Lumina. Das heißt, 5 Schriftrollen, 6 Kapitel und dann 7. Kapitel Final Bosskampf oder so. Irgendwie sowas. Würdest du gerne hineingehen, ja, dann bitte geh doch. Mach doch, was du willst. Ist mir doch egal.
Warum stehst du da jedes Mal, jeden Tag? Jeden Tag. Und immer mir im Weg, vor allen Dingen. Ne, ins Tal der Hölle will ich noch nicht. Das klingt ein bisschen nach Overkill. Danke, Fusion. Das war ein wunderschöner Wurf, nicht dahin, wo ich ihn gerne hätte, aber... Ihr wisst ja, der Gedanke zählt, ne? Und wieder einmal habe ich Probleme, einen Gegner zu fusionieren. Warum auch immer. Ich weiß es halt nicht genau. Aber ich brauche ihn. Ja. Oder ich ertränke ihn. Oder brauche ich ihn noch? Nein, brauche ich nicht mehr. Der Gegner ist nicht da. Ha! Es sei denn, da taucht nochmal besagter Gegner auf. Ihr erinnert euch, ne? Wir brauchten halt Shrink, um... Au. Um dieses... Ich weiß gar nicht, ob es das Viech da nur in... größer war, aber... Da war... Well... Da war halt so ein Gegner. Aber ihr schwingt einfach so grob in die Richtung, auf die ich auf euch draufgesprungen bin. Das gefällt mir nicht. Kann ich auf dich draufspringen? Das war... Nein, kann ich nicht. Beim ersten Sprung war ich mir nicht sicher, beim zweiten wurde langsam klar, dass ich einfach nur... Naja, nicht drauf darf. Ist halt so. Kann ich akzeptieren, sowas. Oh, cool. Spiel abgekackt, ich liebe es. Ja, ich sage ja, MP mit Problem. Beim nächsten Mal probieren wir das weiter. Jetzt darf ich, glaube ich, alles nochmal von vorne machen. Auch beim nächsten Mal werden wir mit Musashi versuchen, das Königreich zu retten und natürlich die Prinzessin. Und wenn es euch gefallen hat, dann guckt euch doch einfach das Sequel an. Ist ein altes Projekt von mir, PS2-Spiel. Oder abonniert mich und guckt weiter dieses Projekt. Alles ist möglich bei Kommi.